Ich beobachte dich, Naga. Was soll das denn heißen? Es ist allgemein bekannt, dass Naga hamstern. Nüsse, gestohlene Technologie, Units. Okay. Erstens bin ich weder ein Hamsterer noch ein Naga. Peter Quill, sag dem Naga, dass sein Egoismus uns alle gefährdet. Rocket, wir könnten wirklich jede Unit gebrauchen, die du noch hast. Wie soll ich es euch bloß klar machen? Ich habe keine Units! Schon gut. Glaubst du seine Lügen? Oh, ich lüge nicht. Warum lässt du mich nicht in Ruhe und nervst jemand anderen? Das werde ich. Was willst du, Quill? Wenn du Units suchst, geh in deine Kabine. Also, willst du reden oder bloß deine Ausrüstung upgraden? Du bist doch nicht immer noch sauer auf mich. Naja, wenn wir nicht in 3 Zyklen die Strafe berappen müssten. Hey, weißt du noch, damals auf Kanlar? Mit dem Berdun und dieser heißen Ascavarianer-Braut? Ihre Freunde hätten deinen Menschenhintern zerstückelt, wenn Groot und ich nicht aufgetaucht wären. Ich hatte alles unter Kontrolle. Fast alles. Ha, schade, dass du immer pleite bist. Ich sollte dir für jedes Mal raushauen eine Rechnung schicken. Wann habt ihr mich bitte jemals rausgehauen? Contraxia, Nowhere, Parameter, Ceres, nochmal Contraxia, Malador. Okay, gut, ich schulde dir was. Viel. Ich hätte dein Kopfgeld von Yondu kassieren sollen. Dann müsste ich jetzt nicht mühsam Units zusammenkratzen, um deine Nova-Freundin zu bezahlen. Ex-Freundin. Aber gib's zu, du bist gern ein Wächter der Galaxie. Bei dem Namen bin ich mir noch nicht ganz sicher, aber die Milano als Pfand zu behalten, war ein cleverer Schachzug. Dem habe ich nie zugestimmt. Soll ich dich doch lieber ausliefern? Keine Sorge. Ich weiß, du hast viel in dieses Team investiert. Ich mach's wieder gut. Besser wär's. Öffne diese Tür. Ich weiß, dass du da drin bist, intelligenter Baum. Ich bin Groot. Glaub nicht, dass ich nicht wüsste, was du vorhast. Ich bin Groot. Dein Naga-Komplize hat ohne Frage unerlaubte Units da drin. Peter Quill, befiehl dem Baum, diese Tür zu öffnen. Ich bin mir sicher, dass der Naga in der Latrine Units versteckt hat. Sicher hat er seinen Komplizen einen Teil abzweigen und vor uns verbergen lassen. Nein, das werde ich nicht tun. Groot hat auch ein Recht auf Privatsphäre. Ach, wir haben keine Zeit für sinnlose Höflichkeit. Ich bin Groot. Groot? Alles okay da drin? Könntest du vielleicht kurz die Tür öffnen? Ich bin Groot. Ist das meine Zahnbürste? Ich bin Groot. Na toll. Jetzt brauche ich eine neue Zahnbürste. Ich bin Groot. Wenn du es wieder gut machen willst, finde einen Weg, die verflagte Strafe zu bezahlen. Leute, vergesst nicht, den Kühlschrank zu schließen. Wird gemacht. Mom Lord. Ich habe keine Units, aber ich kann deine Sachen aufmotzen, wenn du willst. Was sollen wir nur mit dir machen? Wir könnten dich scheren und deine Wolle verkaufen.
Ah, sieht kaputt aus. Vielleicht kann Rocket den reparieren. Ich bin Groot. Groot! Alte Hütte, ich wollte nur mal nachsehen, ob alles okay ist. Und, danach sieht's, ja aus. Okay. Ich bin Groot. Mist, dieser Übersetzer ist kaputt. Ich hatte gehofft, er hätte auch Groot im Speicher oder sowas. Ich bin Groot? Dann könnte ich's auf meinen Übersetzer downloaden. Ich würde gern öfter deine Meinung hören, ohne dass sie immer, naja, Rocket gefiltert wird. Ich bin Groot. Wobei, warte mal kurz. Hey, Rocket! Was? Kannst du mal kurz rüberkommen? Was willst du, Quill? Ich bin beschäftigt. Guckst du mal, ob dieser Übersetzer Groots Sprache drauf hat? Hat er nicht. Du hast nicht mal geguckt. Muss ich auch nicht. Das ist billiger Mist ohne Sondersprachenpaket und selbst wenn, wäre da nichts mehr zu machen. Wirklich? Moment, ist auf deinem Übersetzungsimplantat Groots Sprache installiert? Sehe ich etwa aus, als würde ich in Units schwimmen? Nur verflagt reiche Leute können sich so ein Sprachpaket leisten. Dann sprichst du also tatsächlich Groot? Talonisanisch? Ja, spreche ich. Einigermaßen. Ich und Groot waren 10 Jahre lang Kopfgeldjäger, bevor du aufgetaucht bist, Quill. Wenn man so lange zusammenarbeitet, kommt das irgendwann von ganz allein. Ich bin Groot. Du nennst es Missverständnisse, ich sage Interpretationsspielraum. Ich bin Groot. Nichts schiefgegangen, diese Jobs haben wir gar nicht gebraucht. Ihr habt also mit der Zeit gelernt, einander zu verstehen. Gut, es gibt auch ein Wörterbuch, was aber nicht sonderlich hilfreich ist, wenn deine gesamte Sprache klingt wie Ich bin und Groot. Es gibt also noch Hoffnung. Ich bin Groot. Naja, ich hatte nicht immer ein Übersetzungsimplantat. Bevor ich die Erde verlassen habe, bin ich mal in Spanisch durchgefallen. Obwohl mir Spanisch auch nichts genützt hätte, bei all dem hier. Ich bin Groot. Mann, die ersten Jahre... Weißt du, wie schwer es war, sich durchzuschlagen, ohne ein Wort von dem zu verstehen, was die Leute reden? Die Hälfte der Sprachen hier klingt wie ein weißes Rauschen, kranke Vögel oder ledierte Theremins. Ich will gar nicht wissen, wie Rocket in Wirklichkeit klingt. Glaub mir, das Fernsehen hat mich auf die Realität im Weltraum kein Stück vorbereitet. Ich bin Groot? Ehrlich, Mann. Du kannst froh sein, dass du Rocket hast. Ich meine, ich weiß, wie das ist, von Leuten umgeben zu sein, die einen alle nicht verstehen. Dabei kann man sich ziemlich einsam vorkommen. Ich wäre aufgeschmissen gewesen. Und das warst du doch bestimmt auch. Also vor Rocket und uns. Ich bin... Groot. Ich sag das wahrscheinlich viel zu selten. Aber du bist ein wirklich wichtiger Teil des Teams. Ich kann mir die Gärtner der Galaxie ohne Groot gar nicht vorstellen. Und wer weiß, falls es deine Sprache für dieses Ding gibt und Rocket sie irgendwie runterladen oder hacken kann, Ich bin Groot. Es wäre schön, endlich mit dir reden zu können. Also richtig, schön, dass wir drüber geredet haben. Ich bin Groot. Großartig! Cool! Riecht nach Lama-Atem. Bestimmt hat Groot eine volle, samtige Stimme.
So, so, so. Dann wollen wir hier mal nach verstreuten Units suchen. Wirklich? »37 Units?« »Scheint, wir haben 6.963 Units zu wenig. Wenn wir unser Schiff behalten wollen, Peter Quill.« »Ja, ich weiß. Wir brauchen dringend einen Plan.« »Dann zieh meinen ersten Vorschlag in Betracht.« »Oh, nicht schon wieder Fin Feng Foom.« »Doch, ich schlage vor, wir jagen Fin Feng Foom.« »Drax, es gibt viel leichter verdiente Kohle. Was kriegt man für Gamoras Kram?« »Was?« Ach komm, du stapelst diesen ganzen komischen Schnickschnack, seit du zu uns gekommen bist. Ich meine, erzähl uns nicht, der wäre nichts wert. Die Quarantänezone war immer nur eine Notlösung. Meine Figuren sind kein Schnickschnack. Klar, man könnte ja dem Team helfen, aber Opfer bringen auf gar keinen Fall. Setz Kurs auf das Maklu-Sternsystem. Pass auf, dass ich dich nicht gleich opfere. Bring uns zu dem Majest... Leute! Lasst uns Drax doch mal zuhören. Fin Feng Foom ist das grausamste, berüchtigtste Monster der Galaxie. Es zermalmt einen jeden, der ihm nachstellt. Die Schädel der größten Jäger schmücken seine Fänge. Kann ein Tod ruhmreicher sein? Wir wollen nicht sterben, Drax. Ruhmreich sterben? Nein, auch dann nicht. Tja, also, in dem Fall... Du wirst mein Zeug nicht verkaufen! Ich bin Groot. Ich bin Groot. Er sagt, wir sollten beide Ideen kombinieren. Gamoras Schnickschnack an Fin Feng Foom verkaufen, das ist brillant. Tja, weißt du, das Problem an der ganzen Sache ist nur, dass Lady Hellbender nur Monster kauft und du bist nun mal leider kein Monster. Ist doch so, er ist der Netteste und... Ich bin Groot. Nein, kannst du nicht, du bist ein miserabler Schauspieler. Ich bin Groot. Ach ja? Du willst Monster? Dann zeige ich dir Monster! Wow, Leute! Groot, bietest du wirklich an dich... Nein, nein, er bietet hier überhaupt nichts an, okay? Es könnte funktionieren. Groot verkaufen? Danach könnten wir ihn wieder raushauen. Absurd. Die Lady will etwas, das ein Monster in sich trägt. Der hässliche Zwerg da wäre die perfekte Wahl. Er ist gemein, sadistisch, seine Seele ist schmutzig und voller Zorn. Für so einen würde die Monsterkönigin gut bezahlen. Meinst du? Und wie gut? Wie kannst du da mitspielen? Weil ich weiß, was ich bin. Und ich weiß, was er nicht ist. Ich bin Groot. Ich stimme für Groot. Ich bin mir sicher, Lady Hellbender würde ihn kaufen. Ja, von mir aus. Ich stimme für mich, nicht für Groot. Ich stimme auch für das biestige Pelztier. 2-2. Peter? Innerlich ist Rocket definitiv furchteinflößender. Er ist instabil, hinterhältig, andere sind ihm völlig egal. Gut, jetzt haben's alle geschnallt, Quill. Der Punkt ist doch, du würdest gut durchgehen als Monster. Und wir brauchen deinen taktischen Verstand, um dich rauszuholen, wenn du erstmal drin bist. Aber um 100% sicher zu sein, du wärst damit echt einverstanden? Soll das ein Witz sein? Das kann ich dir ewig unter die Nase reiben. Dann machen wir es also. Verkaufen wir ein Monster. Da fliegen wir nicht ernsthaft rein, oder? Es heißt, das Wetter auf Sacknarf 9 spiegelt stets die Laune seiner Herrscherin. Nein, so ticken Frauen nicht. Das Wetter auch nicht. Außerdem sieht's bestimmt schlimmer aus, als es ist. Ich habe keine Lust, noch ewig zu latschen. Oh. Ja, kein Problem. Du fliegst in die falsche Richtung. Das nennst du fliegen? Ganz ruhig, Leute. Nur eine kleine Justierung. Kinderspiel. Das ist nicht dein Ernst. Was denn? So können wir alles ausspähen, bevor wir die Transaktion abschließen. Es sind an die 100 Klicks bis zu ihrer Basis.
Ausspähen ist eben mein Ding. Nope, okay. Nächstes Mal fliege ich. Monster fliegen keine Schiffe. Monster machen, was sie wollen. Ich bin Groot. Jetzt werd bloß nicht trübsinnig, das hilft uns nicht. Im Gegensatz zu deinen ständigen Beschwerden? Tja, du beschwerst dich darüber, dass der Kleine sich beschwert. Wir beschweren uns alle. Zufrieden? Wir brauchen Units. Können wir nicht die Lama-Bestie verkaufen? Lady Hellbender kauft eine so geringe Kreatur niemals. Natürlich nicht an Lady Hellbender. Aber wie wär's mit dem Mark of Nowhere? Ich glaube nicht, dass wir mehr als 20 Units bekämen, wenn wir hingegen mein Waffenlager noch hätten. Ich gehe auch nicht in deine Kabine und Grabsteinzeug an. Was? Du hackst mein Visor und baust eine Anzeigetafel ein, während ich schlafe. Hey, das war was anderes. Ich habe ihn verbessert. Weißt du im Übrigen, dass du schnarchst? Drax ist schon schlimm, aber wow. Quill, damit solltest du zum Arzt gehen. Du klingst wie ein Torg. Ich schnarch? Gar nicht. So laut. Ja, okay. Was ist das überhaupt für ein Ding? Sieht aus wie ein Facehugger aus Metall. Das ist ganz klar eine Wirbelsteuereinheit. Ja, klar, natürlich. Was frage ich auch? Ein Wirbelsteuer-Dingsbums. Also damals auf Halbwelt haben die Kree-Wissenschaftler uns Supersoldaten damit kontrolliert. Sie haben einen fetten roten Knopf gedrückt und zack, Gehorsam eingeschaltet. Heiliger Mist. Rocket. Wie viele von euch Supersoldaten waren da auf Halbwelt? Als die Kree anfing, vielleicht so 100. Als ich getürmt bin, nur noch mich und Layla. Sie war die Erste, die die Steuereinheit überlebt hat. Und Layla war auch ein... Was? Ein Waschbär? Oder ein Nicht-Waschbär? Das ist so. Sie hatte Angst vor ihnen und durch die Steuereinheit waren wir gehorsam. Also, ich war gehorsam. Oh, das klingt furchtbar. Unvorstellbar. Also tat ich, was ich am besten kann. Ich schaffte es, die Steuereinheit zu überlasten. Und als die Blauhäute uns rausließen, boom, sprengte ich ein Loch in die Laborwand. Aber wir wussten nicht, also ich wusste nicht, dass das Labor von Wachbots geschützt wurde. Am Sicherheitszaun gab Layla mir Deckung und ich habe die Modulatorfrequenz gehackt. Und als der Zaun sich öffnete, hat sie mich durchgeschoben. Ich habe sie sterben hören. Oh, Rocket. Ist jetzt egal. Vergangen ist vergangen, stimmt's? Und das ist nur eine Erinnerung. Was genau haben die Kree mit dir gemacht? Sie haben mich auseinandergepflückt und immer wieder neu zusammengesetzt. Immer und immer wieder, bis ich dieses halbfertige Ding war, das sie formen und kontrollieren konnten. Oh, Rocket, ich hatte ja keine Ahnung. Ich wusste ja, dass das Kree-Reich verzweifelt war, aber... Stell dir vor, du verlierst jede Kontrolle über deinen Körper, hast ständige Schmerzen, bist in dir selbst gefangen und tust furchtbar schlimme Dinge. Und du kannst dich nicht dagegen wehren. Diese Steuereinheit hat dafür gesorgt, dass ich tat, was die wollten. Oh ja, ob ich wollte oder nicht. Eine niedliche, kleine, pelzige Killermaschine. Mir war schnell klar, es ist besser, nicht dagegen anzukämpfen. Okay, dann schießen wir das Ding aus der Luftschleuse. Mit einem Mittelfinger groß an die Mistkerle, die es gebastelt haben. Ich bin noch nicht bereit, mich von diesem Teil von mir zu trennen. Vielleicht irgendwann. Bist du wirklich sicher, dass du es behalten willst? Was ist, wenn... Mich kontrolliert? Ich habe vor langer Zeit beschlossen, Quill, dass mich nie wieder irgendwas... oder irgendwer kontrolliert. Für mich ist das bloß noch ein nützliches Stück Tech-Schrott mit schlechten Erinnerungen. Es tut mir leid, dass du das durchmachen musstest, Rocket. Im Ernst. Ich bin Groot. Trocknen! Das will ich, wenn diese Mission vorbei ist. Ich bin Groot.
Ich weiß nicht, wenn die Strafe bezahlt ist. Mal sehen. Er wird sagen, Contraxia mal Contraxia? Wieder. Ich bin Groot. Na und, bin ich eben berechenbar. Contraxia hat schönes Wetter. Ich hoffe, ihr steht auf Spazierengehen, denn das wird jetzt eine Weile dauern. Denkst du, ich bin froh, dass wir so weit von der Festung entfernt gelandet sind? Kopf hoch, Naga. Der Regen wird dich erfrischen. Regen ist Himmelsmüll. Ich bin gut. Beruhig dich selbst. Du liebst Regen. Du bist eine verflagte Pflanze. Ach. Groot, warum? Warum kriegen wir nie Missionen auf hübschen, warmen, trockenen Planeten? Ich bin Groot. Parameter hatte einen schönen Wald, weil es dort trocken war. Ich wette, wir hätten etwas Geld machen können, wenn wir zuerst nach Nowhere geflogen wären. Optimismus? Wie denn? Wir sind auf einem... Nein, wir sollten nicht gehen, wir müssen. Das ist was anderes. Natürlich muss es regnen. Herren. Ich hasse Darüber Nässe. Hinaus hat das Nova Corps deine Waffenkiste konfisziert. Hey, Groot, meinst du, du könntest einen Schallregenschirm basteln? Okay. Weiter. Nein. Habe ich schon mal erwähnt, wie sehr ich Regen hasse? So weit ist Helven das Schloss doch gar nicht weg. Das ist kein Schloss, das ist eine uneinnehmbare Festung. Und wie nehmen wir die ein? Frag Peter! Gehen wir näher ran. Das überlegen wir uns dann unterwegs. Da gibt es nichts rauszufinden. Als Bestienhändler erhalten wir problemlos Zugang zu Lady Helvender. Gut, eine Bestie haben wir bereits. Fehlt nur noch der Händlerteil. Zum Glück trage ich bereits mein offizielles Händlerkostüm. So was gibt's gar nicht. Oder? Der Umstand, dass du nicht sicher bist, lässt tief blicken. Eine Jacke, okay? Du hast wenigstens eine Jacke. Einige von uns sind klatschnass. Weniger jammern, mehr marschieren. Hey, Sturmlord, wir laufen doch jetzt nicht ernsthaft da durch. Bei dem Sturm dauert das ewig. Hör auf zu jammern. Die Anstrengung wird deinen Geist stärken. Wir gehen nicht, wir wandern. Es macht Spaß. Wuhu, eine Teamwanderung. Das ist nur ein anderes Wort für gehen. Komm schon, dann langweilst du dich wenigstens nicht. Okay, Leute. Wenn wir aufpassen, wo wir hintreten, geht's einfach nur gerade rüber. Wir schaffen das. Fallt nicht runter, dann wird alles gut. Korrekt. Wir müssen Lady Helvender das Zorn frontal begegnen. Klingt fast so, als würdest du dir wünschen, vom Blitz getroffen zu werden. Ich erwarte nicht von einer Shitori-Verräterin, dass sie den tieferen Wert begreift. Den tieferen Wert davon, getötet zu werden? Direkt zu sein, du Kinderausflüchte. Was ist dein Problem? Lady Helvender verachtet Falschheit und Ehrlosigkeit. Dein Ruf ist der Grund, warum sie uns prüft. Lass so fest, du kannst, Königin! Drax, Gamora ist im Moment auf unserer Seite. Versuch das zu akzeptieren. Was soll das heißen im Moment? Ich sag, dass du einen Ruf hast. Und Gamora, Drax ist ganz klar ein bisschen verrückt. Also... Was? Interessante Taktik, Quill. Hey, je mehr wir streiten, desto schneller sind wir da. Gib's. Das war eindeutig zu knapp. Gut gespielt, Lady Hellbender. Ziehen's also immer noch durch? Verflagter Sturm! Lass die Winde nicht beleben! Sie erinnern mich an die steifsten Riesen auf Ketem! Wenn so das Wetter auf Ketem ist, dann bin ich nicht nach Ketem! Leute, Konzentration! Haltet Ausschau nach dem großen Blauen und geht in Deckung, wenn sie einschlagen!
Sonst werden wir weggeblasen. Ein sehr guter Tipp. Hey, Will! Zur Festung geht's da lang. Ich weiß ja, dass wir nicht viel Zeit haben. Drei Zyklen. Das nennt man Auskundschaften, okay? Nein, das nennt man falsche Richtung. Wie, noch mehr als sonst? Ich zeig euch mal, was ein Spitzenorientierungssinn ist. Sagt der Typ, der auf der falschen Seite des Planeten gelandet ist. Gefährlicher sein, als ich dachte. Ich dachte, du lebst für die Gefahr. Ja, Betonung auf Leben. Fliegen sollen. Hey, seht mal das alte Widerstandsschiff. Durchlöchert wie ein Sieb. Bestimmt von der da und ihren Chitauri-Freunden. Wir waren keine Freunde. Leute? Ich bin gut. Ich weiß nicht. Jetzt bewegt es sich nicht mehr. Ich wäre vorsichtig, Naga. Ich hab schon die verflagte Halbwelt überlebt, da hab ich doch keine Angst vor. Es ist nicht allein. Achtung! Ich glaube, sie hat Besseres zu tun. Drax, schleudern! Was? Ich weiß es nicht. Das Fleisch von den Knochen zu reißen betrifft nicht. Der Schleim ist nicht wichtig. Ihr seid nicht müde. Die Monster haben nämlich den Freunde mitgebracht. Ihre Anzahl kümmert mich nicht. Für so ein kleines Ding kann der echt jede Menge Schmerzen wegstecken. Wir müssen die Stacheln im Inneren kaputt machen. Vergiss den Galas! Angriff in Kürze! Was sind das für Dinger? Ich weiß, was sie gleich sein werden. Tod! Wollt ihr mich etwa stecken? Warum sind Monster eigentlich nie kürzer? Leidet sie auf! Was? Ich weiß es nicht. Ich sehe Ami. Ich bin doch Schlange, mein Fell. Wir haben im Moment größere Probleme. Gutes Auge, Groot. Da sind neue Monster im Anmarsch. Ich treffe die Witte nicht. Wir müssen die Stacheln im Inneren kaputt machen. Vergiss den Galan. Als Fett von seinen Schwachköpfen. Vorsicht! Stacheln! Scharfer, spitzer Tod in deine Richtung! Wer wollte eigentlich die hier auf der Innenseite scharf machen? Keine Ahnung, aber jetzt ist er tot!
Schneide ein Stück ab und es wächst nach! Zerstört seine Innereien! Nur ein allgemeiner Rat fürs Leben. Der Kallertreibart! Ja, ich weiß es nicht. Ist sie ehrlich? Welche Geschmacksrichtung der wohl hatte? Wollt ihr mich etwa stecken? Warum sind Monster eigentlich nie freundlich? Ich bin voller Gallas, der doch lebt die Kreatur. Genug mit dem Gallas. Bricht ihm den Kopf. Der Blob hat ein Messer. Das Gallas fühlt sich als Faustschlag. Will ich zustimmen. So sieht also ein Monster in dieser Gegend aus? Wir stehen vor Lady Hellbenders Zuflucht. Die Kreaturen hier sind nicht ihre Haustiere, sondern Nahrung. Sie sehen auch irgendwie so aus. Wir sind auch bald Nahrung, wenn wir hier nicht rausklettern. Da führt ein Weg durch den Dschungel. Versucht nach oben zu kommen. Diese Schote ist leichter zu erklimmen als der... Spaß? Ich hätte nicht gedacht, dass ich mal auf ein Widerstandsschiff schieße. Drax, du kannst diesen Reaktor sanft rausziehen, oder? Wenn er brennbar wäre, hätte der Nager längst darauf geschossen. Ein ausgezeichnetes Argument. Soll ich mit dem Zerlegen weitermachen? Nein. Ich denke, das reicht. Toll, wir haben den halben Weg nach oben geschafft. Und jetzt? Vielleicht können wir die Tragfläche irgendwie absenken. Was verrät dir deine magische Maske? Gib mir eine Sekunde. Ich kontakte mal die Lage auf. Bringt euch auf dem Weg nach oben nicht um. Da ist sie, Tragflächensteuerung. Okay, Rocket, das Kontrollfeld der Tragfläche gehört dir. Hoffentlich funktioniert's noch. Toll. Achtet alle auf blinkende rote Lichter. Was? Warum? Das ist ein Widerstandsschiff. Wir haben Glück, wenn es nur eine Sprengfalle hat. Das ist die Lösung. Was zum Fuck? Das klingt nicht wie so ein Galler-Ding. Es heißt, Lady Hellbenders Ruf wäre überall auf dem Planeten zu hören. Vorsicht! Hier ist anscheinend was Großes durchgekommen. Yay! Lass mich raten. Irgendein Monster-Ding. Gut geraten. Starke Leistung. Gibt's eine Chance, dass es nicht weiß, dass wir hier sind? Nein. Die einzige Frage lautet, welchen von uns es zuerst angreift. Wahrscheinlich greift es uns gar nicht an. Mhm. Willst du dich hier draußen wirklich verlaufen? Entspann dich. Ich sehe mich nur um. Noch ein Beweis, dass wir hier nicht willkommen sind. Wenn wir jedes Mal umdrehen, wenn wir nicht erwünscht sind, erreichen wir nie unser Ziel. Das stimmt. Die Abdrücke sind tief. Das Ding muss mehr wiegen als wir alle zusammen. Ich bin Groot. Einschließlich Groot? Okay, vielleicht ohne Groot. Kannst du uns hier durchbringen, Gamora? Ich mach alles, um Hellbender zu finden. Ich bin gespannt auf Lady Hellbenders legendäre Menagerie. Das kann ich mir vorstellen. Was ist das merkwürdigste Monster, das ihr je gesehen habt? Wir müssen einen Weg raus aus diesem Dschungel finden. Wieso? Es ist trocken hier unten. Wärst du nicht lieber nass als ziellos? Sollen wir die nach dem Weg fragen? Naja, vielleicht sind die ja der Weg. Im Ernst? Oh, ach, so eine Art Wegweiser oder so. Da muss ja kein Pfeil mit dem Wort Festung draufstehen. Aber Statuen deuten auf Zivilisation hin. Und die einzige Ansiedlung, die ich gesehen habe, als wir oben waren... war Lady Hellbenders Festung.
ein majestätischer Dschungel. Und alles darin will dich töten, schon klar. Genau deshalb ist er ja majestätisch. Ah, Sackgasse. Na toll. Moment, ist das Chitauri-Tech da drüben? Frag die Chitauri. Nein, nein, wirklich. Das ist eine einziehbare Brücke. Sowas gab's in dem Gefängnis, in dem ich war. Leider befindet sich die Steuerung auf der anderen Seite einer riesigen Kluft. Was machst du? Wir haben keine Zeit zu trödeln. Ich werf die Kreatur über die Kluft, damit sie die Brücke aktiviert. Ich aktiviere gleich ein Loch in deinem Gesicht. Lass mich runter! Das klappt schon. Roll dich einfach zusammen. Was? Drax, wirf ihn. Nein! In Ordnung. Peter! Schon okay. Er wird auf den Füßen landen. Dann gilt das wohl doch nur für Katzen. Ihr Söhne von Schocks! Mistiger Heckler! Ich bin mit diesen Wörtern nicht vertraut. Dreckiger Grunt-Abschaum! Ich glaube, er denkt sie sich aus. Er ist richtig wütend. Verrotten sollt ihr, ihr freihändigen Flaglöcher! Wenigstens schießt er nicht auf uns. Er hat uns absichtlich verfehlt, oder? Befiehlt der Bestie, ihren Job zu machen. Rocket, komm schon, Mann! Halt's Maul, das Gesicht! Wenn du die Brücke hinkriegst, erhöhen wir deinen Anteil um 5%. Ich will 10. Okay, Deal. Das nehmen wir aus Groots Anteil. Der hat sowieso keine Ahnung von Geld. Ich bin Groot. Danke für die Brücke, Rocket. Wenn du auch nur daran denkst, diesen... Auf, Leute! Ich habe diesen Platz herbeigesehen! Du schuldest mir was, Quill! Diesmal trete ich noch nicht ab, kleiner Kumpel! Ich bin froh, dass du so weit weggefahren hast, Quill! Mein Tod lässt mich auf Dankbarkeit schießen! Endlich! Die sind die fliegenden Zecken! Ein Tick ist eine Zeiteinheit, dieser Quill! Verdräng diesen Gedanken, bevor wir da sind! Achtet auf die Stacheln! Nicht darauf achten! Zerstör! Wir können auf die Schwächen direkt nur in die Hellblätter fliegen! Drax! Das wird sich nicht fest, aber... Erwischt! Wow! Den hat's zerrissen! Nein, lass ja nicht zu, dass sie mich machen! Vor einer Sekunde wären diese Dinger echt praktisch gewesen! Das wäre besser gewesen als die Grenze! Runter! Mal an, sie wegzuklatschen. Ich wusste, du bist zur Stelle. Ist noch jemandem aufgefallen, dass dieser Ort wie ein Friedhof aussieht? Du hast wirklich die Zeit, um die Landschaft zu bewundern? Ich stelle mich an, Hellbänder. Vielleicht bezahlt sie uns, wenn wir ihren Vorrat auffüllen. Das ist der Tag gewesen! Hilfe zu Berg, Dreckwill! Gut von diesen minderwertigen Kreaturen, ich will Monster! Ja, ich bin gerade auch ziemlich verwirrt. Wo zum Schlag sind wir? Seht euch einfach um! Hier muss irgendwo ein Weg sein! Warum sollte dieser Weg richtig sein? Die Statuen hier sind nicht hermarschiert. Sie wurden getragen. Getragen von wem? Zu welchem Zweck? Ich dachte, du bist der Experte, wenn es um Lady Hellbender geht.
In der Broschüre stand aber nichts über Statuen. Vielleicht wurden sie gar nicht getragen. Vielleicht hat irgendein Muskelkopf sie über die Schlucht... Okay, Gamora. Ich würde sagen, es geht hier lang. Ich setze 50 Units dagegen. Nein, wir sind nicht fast da. Vor uns liegt noch der halbe Planet. Lady Hellbender könnte diesen Dschungel in 7 Schritten durchqueren. Natürlich könnte sie das. Oder sie würde über die Berge fliegen. Oh, fliegt sie jetzt auch? Sie besitzt fliegende Kreaturen. Ich habe gehört, sie kann Laserstrahlen aus den Augen schießen. Das gefällt mir. Ah, das wusste ich noch nicht. Und es soll in Wahrheit 9 von ihr geben. Daher der Name Setnaf 9. Gamora, räumst du uns den Weg frei? Was sagt Lady Hellbender? Spürt jeden Schlag, der ihren Dschungel versetzt wird. Wow. Ein alter Nova-Bomber. So einen habe ich seit dem Krieg nicht mehr gesehen. Ein Dutzend Schiffe war nötig, um einen abzuschießen. Ein Dutzend Schiffe. Oder eine Chitauri-Spionin. Das nehme ich mal als Kompliment. Immer noch kein Anzeichen von der Festung? Nein. Ist das überhaupt der richtige Weg? Was dauert da so lang? Angst? Nein. Aber jemand anders sollte die Todesgrube zuerst überwinden. Ich und Groot sind die Handelsware. Nur einer von euch ist die Handelsware. Plan A und Plan B. Okay? Würde sonst noch jemand gern weitergehen? Ich bin Groot. Groot sagt nein. Alles wird gut. Sind bloß nicht runter. Keine verflagte Chance. Geh einfach. Nein, geh du doch. Niemand muss gehen. Gehen Anführer normalerweise nicht vor? Nicht, wenn es gefährlich ist. Denn ich muss ja auf alle aufpassen. Klar. Seht ihr, alles gut, völlig sicher. Okay. Denkt nicht mal dran, mich zu schubsen, Attentäterin. Es gibt viel bessere Methoden, um jemanden zu töten. Ganz vorsichtig. Sagt, da unten ist irgendwas. Ein Monster. Spielt keine Rolle. Natürlich spielt es eine Rolle. Instabil ist es so oder so. Bewegung! Gewöhn dich nicht dran. Peter Quill, wir sind hier nicht allein. Ich regel das. Hat jemand eine Ahnung, was das ist? Gegen diese Narren. Tod in dir, Groot! Ich
werde es genießen! Vom Rücken fallen! Feige Bestie, beende den Kampf! Baldi macht einen Abgang. So ganz siegessicher wäre ich noch nicht. Ich sage hinterher, bringen wir es zu Ende. Weißt du, dass du einem echt Angst machen kannst? Ja. Ich meine, da oben gibt es offensichtlich einen Ausweg. Und genau das brauchen wir. Außerdem haben wir dann freie Sicht auf unser Ziel. Also dann erklimmen wir diesen abgestürzten Apparat. Ja, okay. Wie machen wir das? Gute Frage. Bei unserem Tempo hat Hellbender, wenn wir endlich ankommen, das Monstersammeln längst aufgegeben. Vielleicht kann uns deine magische Maske diese sinnlose Suche ersparen, Peter Quill. Kannst du aufhören, sie so zu nennen? Vielleicht ist diese Höllenlady eine alte Kriegsheldin und kann uns Nova vom Hals schaffen. Ich würde den Krieg nicht erwähnen. Warum nicht? Wer dabei war, will die Erinnerung nicht erneut durchleben. Genau. Hey, Quill, mach doch mal einen Scan bei dem alten Mädchen. Stimmt, vielleicht funktionieren Teile des Schiffes noch. Das da hinten sieht irgendwie aus wie eine dieser alten Werkbänke. Würde mich nicht überraschen. Vielleicht wollte jemand den alten Bomber reparieren. Okay, Rocket, finden wir raus, ob das Ding noch funktioniert. Ja, okay. Hoffentlich überraschen uns dabei keine Monster. Noch einen Tick? Fertig! Kleines Wunder hergestellt! Also, wo waren wir? Wir warten auf dich, um diesen Apparat zu erklimmen. Ha! Genau. Gamora, wie weit kannst du an dem Ding hochklettern? Finden wir es raus! Genießt du diesen Moment, Attentäterin? Welchen Moment? Den Besuch am Grab deiner Feinde! Das Nova Corps war nicht mein Feind, Drax. Es war der Feind meines Vaters! Peter? Hier wäre gut. Weil du fragst. Wollen wir wirklich wieder rauf? Ich gewöhne mich langsam daran, nicht völlig durchnässt zu sein. Vielleicht hat der Sturm sich gelegt. Bei unserem Tempo? Na. Siehst du was Nützliches da oben? Ich frag mich langsam, ob ich nicht der mit dem schicken Visor sein sollte. Ich würde dir kein Wort glauben. Hier ist dieser verdreckte Reaktor. Ein paar Schüsse müssten ihn runterholen. Das Reaktorteil da scheint lose zu sein. Und ziemlich dreckig. Jo, Quill, sieh dir die obere Tragdeckenstrebe an. Scheint ziemlich im Eimer zu sein. Okay, ich bin ziemlich sicher, das Baby ist unser Ticket nach oben. Irgendwie. Es ist weder ein Baby noch ein Ticket, es ist ein Reaktor. Warum war es dieser Ort wohl wert, dass man um ihn kämpft? Vielleicht war er es gar nicht. Vielleicht sind diese Schiffe nur Opfer der Stürme geworden. Rocket, könntest Soll du... Soll ich was hacken oder was stehlen? Oder was sprengen? Nein! Dann frag nicht. Ob da drin wohl noch Leichen sind? Mumifiziert und so? Ich bin Groot. Wenn sie da drin sind, sind sie nicht mumifiziert. Es ist viel zu feucht hier. Da hast du's, Kumpel. Vielleicht sind sie Pflanzenfutter. Drax, das Ding zu bewegen ist kein Problem, oder? Richtig, genau wie die mächtige Lady Hellbender bin ich ungewöhnlich muskulös. Schon klar, Drax. Genau da ist gut. Verstanden.
Diese Einheit ist enorm schwer. Ich dachte, du bist ungewöhnlich muskulös. Weißt du überhaupt, wo er hin soll? Ich habe nur die Anweisungen unseres Anführers befolgt. Erst ein abgestürztes Widerstandsschiff, jetzt eins von Novakor. Wir haben 2 von 3 im Galaktischer Krieg, Bingo. Vielleicht war hier ein Sammelplatz für den Vorstoß gegen die Chitauri. Oder es war ein Käferstützpunkt und sie haben die Dinger vom Himmel geschossen. Perfekt. Danke, Drax. Welchen Zweck erfüllt er hier drüben? Abwarten, abwarten. Nur Geduld. Verstehe, verstehe. Mach nicht zu lange. Wir müssen zu einer Festung. Dieses Wrack ist so verrostet, man sieht kaum noch das Blau. Der Krieg ist lange her und hier ist es von allen Seiten nass. Mir kommt's vor wie gestern, aber nicht im guten Sinne. Stimmt. Ausgeschlachtet wurde. Das ist kein Planet für Plünderer. Da hat er recht. Man kann kaum landen, vom Absuchen der Oberfläche ganz zu schweigen. Anscheinend stehen nur ein paar Kabel zwischen der Tragfläche und einer provisorischen Brücke. Sollten wir vielleicht, ihre Taschen erleichtern? Was höre ich denn da? Die Tragflächenkabel rufen nach uns? Sie wollen ein Treffen mit einem Schwert, Gamora. Wirklich? Ich kann die Kabel durchschneiden. Ich brauche nur einen Weg hoch. Kannst du das hochheben, Drax? Ich muss sagen, irgendwie befriedigt es mich, dieses Ding hier am Boden zu sehen. Hattest du ein paar Zusammenstöße mit dem Novakor? Es war meistens Fahrerflucht. Die Dinger sind wahnsinnig wendig. Du kommst damit nah an Schlachtschiffe ran. Und wenn sie dich verfolgen, kannst du sie kaum abschütteln. Was jetzt, Peter Quill? Das weckt Erinnerungen. Beeindruckend. Na, das war doch einfach. Gutes Teamwork von allen. Ich bin Groot. Ich hab passiv geholfen. Okay. Gucci gewinnt und toste Baumwipfel, wir kommen. Ich bewundere wirklich, wie sehr unser Team den Sicherheitsgedanken berücksichtigt. Eins ist klar, wir hätten diese Aufgabe ohne die Attentäterin niemals bewerkstelligt. Hat Drax gerade Gamora gelobt? Ich gewähre Anerkennung, wo sie angebracht ist. Hat auch lang genug gedauert. Wir wissen alle, dass Gamora super cool und super wertvoll ist. Da ist sie, Lady Hellbenders Festung. Sie ist größer geworden, so viel steht fest. Ha, sie ist nicht größer geworden, wir nähern uns. Danke, Drax. Sieht aus, als gäbe es einen Weg darunter. Quill, du musst dieses Schiff sehen. Erblicket Lady Hellbenders Zorn, selbst die Chitauri fürchteten sie. Und die haben damals kaum jemanden geführt. Okay, es geht los. Schleimig. Leute? Springt mal lieber noch nicht hier runter! Wieso zum Flak ist das so tief? Na, steckt ihr fest? Wie kommst du darauf? Sohn eines Schmeck, greif danach! Das Schwert ist zu kurz, treib ein Seil auf! Ja, und zwar schnell! Wo soll ich hier ein Seil finden? Keine Ahnung, aber ich sauf hier ab! Quill, unternimm was! Und was? Flak, Flak, Flak! Quill, bitte hilf mir! Oh.
gemacht? Hexenwerk. Das ist so kalt. Rocket! Kann ihn mal jemand da rausholen? Nicht meine Blaster sind. Das hatte ich schon mal, da war ich noch ein Kind. Ich mach das nicht mit Absicht. Klassische Smart-Toy-Tech. Da denkst du, du hättest schon alles gesehen und dann sowas. Hey, zeig doch mal. Gehst du mal sehen? Finger weg von den Waffen! Quill, ich will doch nur sehen, wie die funktionieren, sonst könnte es ja gleich Zauberei sein. Oder Hexenwerk. Leute, oder still. Oder eskodierte Neurolinks mit polymorphen Nanolegierung. Oder Hexenwerk. Es geht wieder los. Wir sind nah dran, aber wir müssen da rauf. Ich glaube, wir können drüber klettern. Ding, 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 gebt dem Mann einen goldenen Stern. Finden wir heraus, wie wir da raufkommen. Sterne bestehen aus Wasserstoff, nicht aus Gold. Das wäre dann ein Planetoid. Kaum Energie. Können wir die Kanonen mit Muskelkraft rausziehen? Dann hätten wir Stufen zum Klettern. Warum nicht? Drax, kannst du diese Kanone rausziehen? Ich versuch's. Sie ist sturer als erwartet. Unmöglich. Sie bleibt nicht in Position. Könntest du sie nicht ein bisschen länger halten? Versuch du doch, sie ein bisschen länger zu halten. Drax, kannst du es nochmal versuchen? Wieso? Sie verbleibt nicht. Ich arbeite daran. Vertrau mir. Wir brauchen ein Bild, um sie in Position zu halten. Ich kann sie... Ich hab's geschafft. Beeindruckend, Peter Quill. Jetzt müssen wir die nächste rausholen. Drax, kannst du die obere Kanone rausziehen? Unmöglich. Sie ist zu weit vom Boden entfernt. Selbst wenn ich nie wieder so ein Schiff sehe, ist es noch zu früh. Zumindest darin sind wir uns einig. Da ist ein kleines Loch. Vielleicht kann man von innen irgendwas lösen. Rocket, könntest du dich vielleicht in dieses kleine Loch zwängen und versuchen, die Kanone von innen zu lockern? Hallo, Shitori-Schiff, voller Sprengfallen und Todesmechanismen. Beides Dinge, die du liebst. Ah, du hast recht, das stimmt. Und ich wollte schon immer mal so einen Käferbomber von innen sehen. Okay. Ah, was stinkt hier so? Das sind... Oh, Mist. Ah. Alles okay da drin, Rocket?
Ich habe die Crew gefunden. Anscheinend wollen nicht mal die Würmer totes Chitauri-Fleisch fressen. Rocket! Entspann dich! Ich leite nur die Restenergie zu der Kanone um und nichts. Weißt du was? Schlag drauf! Ich spreng das Ding! Was? Moment! Denk an die Sprengfallen und... Ha! Seht euch das an! Er muss das Ding kurz geschlossen haben! Rocket, alles okay? Ja, und jetzt auf Trott! Komm schon, Quill, lass dich den Blick auf deine Waffen werfen! Nein, du wirst nicht an meiner einzigen Verteidigung herumbasteln! Da, unser Weg nach oben! Gamora, kannst du uns einen Weg durch den Schrott freimachen? Ja. Ja, Peter Quill, vorwärts zum Palast der großen Gigantin. Oh, sie ist jetzt also eine Gigantin. Oh Mann, noch ein Mörder-Tentakel. Vorsicht, vielleicht stellt er sich nur tot. Das ist kein glückliches Monster. Naja, wenigstens ist es weg. Zurück zu seiner Brutmutter, Lady Hellbender. Oh. Ja, das be... Also wirklich, warum ist die Brücke immer auf der falschen Seite? Ich könnte... Wenn du mich nochmal anfasst, streiche ich diese Klippen grün. Okay, okay. Wir werfen nicht, wir schießen nicht. Es muss einen anderen Weg darüber geben. Sehen wir uns einfach um. Lady Hellbender. Lass mich raten. Sie hätte sich über die Schlucht gelegt und uns über ihren Rücken gehen lassen. Ich wollte sagen, sie hätte die Waldkreatur ohne Zögern geworfen. Aber dein Ansatz ist auch durchaus denkbar. Die Leute, diese Bestie ohne Arsch in der Hose nicht zu ihrer Mama und verpetzt uns. Du hättest... Wenn wir nicht rüberkommen, könnten wir vielleicht außen rumgehen. Such nach Ritzen, Höhlen oder Spalten, Leute. Mir ist, als hättest du das schon mal gesagt. Allerdings in einem anderen Kontext. Leute, ich hab hier was. Es ist tief. Sieht vielversprechend aus. Wir haben kaum Bewegungsfreiheit, falls wir angegriffen werden. Wir werden nicht lange hier sein. Sieht jemand einen Durchgang? Wir machen einen, falls nötig. Oh, riecht das sonst noch jemand? Es stinkt wirklich hier hinten. Ja, es riecht faulig. Woher kommt das? Oh, was zum Flak? Oh, nicht reden. Nicht mal atmen. Ja, dahinter ist definitiv was Ekliges. Drax, kannst du das durch die Stinkwand schleudern? Oh, das werde ich wohl bereuen. Oh, das ist ein beunruhigender Duft. Oh, oh. Ich kneife sämtliche Körperöffnungen zusammen. Okay, das ist jetzt merkwürdig. Hallo? Ist da jemand? Okay, das war nichts für schwache Nerven. Warum sollte Lady Hellbender sie einsperren? Weil sie nervt wie eine Pelzlaus. Vielleicht auch als Vorrat. Wie ein Snack, meinst du? Ja, ein Monster-Snack. Wie sowas wohl schmeckt? Peter! Ausgerechnet danach soll es schmecken. Den können wir brauchen. Alter, lass dir mal den Monster-Snack? Den Käfig. Wir brauchen den Käfig. Wenn wir ihre Festung betreten und unser Monster spaziert neben uns her, da lachen die uns doch aus. Schon was angebissen? Warum flüstert ihr? Gamora meint, das Monster nimmt man uns eher ab, wenn es im Käfig sitzt. Problem ist nur, dass da schon ein stinksaures Monster drin sitzt. Lass die Bestie frei, ich kümmere mich drum. Ja, das hat ja letztes Mal schon super funktioniert. Vielleicht brauchen wir einen anderen Plan. Sehe ich auch so. Und ideal wäre einer, bei dem für meine Sicherheit als Anführer gesorgt ist. Wieder da.
Seite sind. Sie werden nicht zuhören. Du kommst mit mir. Wir sollten uns beeilen. Erst Regen, dann Galat, dann schleimige, stinkende Kriechstollen und jetzt diese ganzen Monster. Ich hasse diesen verflagten Planeten. Du hast alles, Rocket. Stimmt, aber vor allem die stinkenden, schleimigen Tunnel. Hey, wir sind ein Team. Wenn wir schon nach Arsch riechen, dann riechen wir wenigstens gemeinsam nach Arsch. Das ist überaus beredsam, Peter Quill. Ich werde mit dir nach Arsch riechen. Ja, ganz tolle Ansprache. Nein, ist sie nicht. Was hat der Baum gesagt? Dass die Feuchtigkeit gut für uns ist und uns wachsen lässt. In deinem Fall bezweifle ich das. Ich stimme Groot zu. Es ist wichtig, hydriert zu bleiben. Aber nicht so hydriert. Also, wann bekommt der Rest von uns auch Jetstiefel?
Man muss jahrelang intensiv trainieren, um diese Dinger bedienen zu können. Du hattest jahrelang Jetstiefelunterricht? Nein, aber der Typ, dem ich sie abgenommen habe. Du hast sie gestohlen. Er war tot. In den Deckenventilator geflogen. Eigentlich, wenn es mit Hellbender nicht gut läuft, bekämpfen wir dann eine Monsterkönigin? Sie wäre in der Tat eine herausragende Gegnerin. Lady Hellbender ist nicht unsere Gegnerin. Wenn alles klappt, wird sie unsere Geschäftspartnerin. Und wenn nicht alles klappt? Dann wissen wir, dass wir Blut hätten verkaufen sollen. Ist das Ding schwer, Quill? Überraschend leicht. Wenn wir unser Monster reinstecken, schrumpft es dann auch? Nein. Sonst würde alles im Inneren zu einem blutigen Matsch zerquetscht. Cool. Komm nicht auf dumme Ideen. Groot sagt, wir sollten uns hier drüben mal umsehen. Hat Zegnaf noch nie was von Straßen gehört? Dazu müsste man Teile des Dschungels roden. Groot, mach mir eine Brücke. Die Festung ist auf der anderen Seite dieser Klippen. Das ist sicher der Weg. Aber ich wüsste nicht, wie wir da problemlos raufkommen. Problemlos ist selten die Mühe wert. Für dich vielleicht. Ich liebe problemlos. Wer erbt eigentlich den Thron, falls Lady Hellbender einen Unfall hat? Vielleicht ist sie unsterblich. Niemand ist unsterblich. Nicht einmal der Tod selbst. Wie konntest du das sagen, ohne eine Miene zu verziehen? Wow! Kann ich auch mal was Eis würfeln? Nein. Mann, du bist so ein Sesselfurzer. Wenn wir mit der Monsterkönigin verhandeln, wie viel verlangen wir dann für unser Monster? 395 Millionen Units. Plus minus zwei. Eine für jedes wertvolle Haar auf diesem tadellosen Körper. Hat sie gezählt? Das ist bizarr. Hey, ich hab wenigstens welche zum Zählen. Kommt definitiv in meine Festungstop 10. Was zum Flan? Du hast gesagt, das Monster aus der Quarantänezone wäre sein? Sie hat schon eine ganze Herde davon? Wir haben also unsere Zeit vergeudet. Wurden für nichts fast getötet. Und verhaftet. Das hat Spaß gemacht. Es war mittelmäßig amüsant. Und jetzt haben wir eine tickende Zeitbombe im Schiff und schulden den Bullen Geld. Alles nur wegen einer schlechten Quelle. Groot hat recht. Leute, jeder Fehlschlag war ein Schritt in die richtige Richtung, zur Vollendung unseres bisher besten Plans. Wie war das?
Was wäre, wenn wir eins von diesen Dingern hergebracht hätten, nur um zu sehen, dass Hellbender schon ein volles Set davon hat? Das wäre echt voll blöd gewesen. Ganz genau. Falls wir so weit gekommen wären. Was wäre gewesen, wenn uns das Nova-Corps mit dem Ding erwischt hätte? Sie hätten die Bestie konfisziert. Seht ihr? Es fügt sich alles. Zugegeben ein bisschen holprig. Bringen wir es einfach hinter uns. Okay. Es ist weiter, als es aussah. Viel weiter. Diese verflackte Brücke geht bis ins Nirvana. Nein, du übertreibst, Naga. Sie endet bei der Festung und die liegt nicht im Nirvana. Na toll, jetzt bin ich wirklich beruhigt. Dann gehen wir mal, oder? Drei Zyklen. Peter? Hast du nicht was vergessen? Oh, na klar. Der Käfig. Wir haben das blöde Ding ja extra besorgt, damit sie keinen Verdacht schöpfen. Okay, Rocket. Los, setz dein Monstergesicht auf. Ich hab nur dieses Gesicht, Quill. Bist du dir ganz sicher, Peter? Sieh ihn dir an. Da brauchst du ein echt gutes Verkaufsargument. Helft mir mal gerade. Auf wie vielen Missionen waren wir schon zusammen? 13. 14 Contraxia mitgezählt. Contraxia war keine Mission. Es war ein Fiasko. Okay, aber der Punkt ist, es gelang mir immer, dich, Gamora, Thanos' Tochter intergalaktische Attentäterin, als Heldin zu verkaufen. 14 Mal schon. Schön. Ich gebe zu, das ist ein Argument. Drab. Gamora, hilfst du mir mal? Was, wieso nicht? Ich muss für die Sicherheit unseres Anführers sorgen. Ach, komm schon. Ha, jetzt hat sie's dir aber gegeben. Los, quatsch nicht rum und zieh. Mach dir nicht immer so viele Sorgen, dir wachsen bloß wieder Knoten. Okay, es geht weiter. Sie wirken so friedlich. Ich habe als Kind nie einen echten Wal gesehen. Aber das hier zählt wohl auch. Er mag ja sehr hübsch sein. Aber könnten wir bitte nicht seine Aufmerksamkeit erregen, solange ich in diesem verflachten Käfig festsitze? Kennt jemand einen Lagerfeuer-Song oder sowas, um uns die Zeit zu vertreiben? Oh, ich kenne einen. Er heißt... Hör bitte auf. Okay, ja, okay. Moment. Heißt dein Song, hör bitte auf? Nein. Okay. Also, wie lange noch, bevor jemand anderer dieses Ding zieht? Bis zur Festung sind es noch 60 Klicks. Ich würde sagen, eher 75. Es gibt nur einen Weg, das sicher zu ermitteln. 0,1 Klicks. 0,2 Klicks. 0,9. 2,1. 0,3 Klicks. 4,5. 0,4 Klicks. 0,5 Klicks. 0,6 Klicks. Verflacht nochmal. Hör auf Klicks zu zählen. Wir klicken am Tag 6 und die Tür der Monsterkönig reißen. Geräusch. Kein Wunder, dass du mich nicht hörst. Dein neues Ding? Star-Lord. Wer ist der Typ mit den gruseligen Augen? Wenn du dich nicht beeilst, muss ich den Kuchen eben allein essen. Dreizehn lange Jahre. Sieh dich an. Wo sind die geblieben? Ich komme gleich nach. Versprochen. Schon klar. Oh Mann, Reisen durch den Weltraum müssen der Wahnsinn sein. Yeah,
Ich brauche mehr Hornhaut. Mom sagt, Opa hat viel darauf gespielt, als sie ein Kind war. Aber es ist kaputt, seit ich denken kann. Sagt, man kriegt einen Hirnparasiten, wenn man die Zahnbürste teilt. Stell dir mal vor, da wächst was in dir und übernimmt dich langsam. Na, sieh mal einer an, wer sich da am Ende auch noch die Ehre gibt. Wo ist denn jetzt mein Kuchen? Ich hab dich gewarnt. Du hast ihn nicht gegessen. Ich bin so satt. Mann. Oh. Okay, pflanz dich hin, Schlafmütze. Keine Sorge, ich werde nicht singen. Ich find's schön, wenn du singst. Tja, ich glaube, das findest nur du. Los, wünsch dir was. Du bist jetzt ein richtiger Teenager. Wow, so viele Freundinnen. Da ist wohl jemand sehr beliebt in der Schule. Mom. Was denn? Du bist ein hübscher Kerl. Die Mädchen werden dir reihenweise hinterherlaufen. Mom. Was hast du dir gewünscht? Was sollte ich mir denn wünschen? Ich hab doch alles, was ich brauche. Wow, ich bin gespannt, um welchen großen Gefallen du mich jetzt bittest. Nur 10 Mäuse. Dan, Andy und ich wollen uns den Ritter des Kosmos im Rio ansehen. Ein Film, oder? Und heute, ja? Ach, komm schon, der ist echt krass. Zombies überfallen die Erde und eine Handvoll Kinder muss sie alle umnieten. Eigentlich möchte ich nicht, dass du sowas siehst, Peter. Weil, weißt du noch, dieser mit der Eishockeymaske. Da hast du 3 Nächte in meinem Bett geschlafen. Du warst im Exorzisten, da warst du nicht mal so alt wie ich. Ah, oh, natürlich erinnerst du dich daran. Wenn ich frage, hast du dein Essen dabei, guckst du wie ein Schaf, wenn's blitzt. Nein, ich dachte, dass wir heute etwas Zeit miteinander verbringen und vielleicht unser Spiel beenden. Du kannst dich nicht drücken jetzt, wo ich kurz vorm Gewinnen bin. Okay, aber darum geht's nicht. Heute ist die Premiere und gleichzeitig mein Geburtstag. Das ist doch sowas wie Bestimmung. Bestimmung, ha? Huh? Bitte, bitte? Ich weiß nicht. Der Truck ist in der Werkstatt und du sollst nicht nachts rumlaufen. Da treiben sich komische Gestalten rum, es ist nicht sicher. Ich pass auf mich auf, Ma, das mache ich doch immer. So wie neulich mit dem blauen Auge? Ich hab doch gesagt, das war... Ich weiß. Du hast dich für jemanden eingesetzt, das war gut. Aber du kannst kein Problem lösen, indem du eine Schlägerei anfängst. Ich konnte doch nicht nur zusehen. Nein, natürlich nicht. Ach, na gut. Gib mir meine Tasche. Nicht so voreilig. Bevor du gehst, reden wir noch über etwas, das ich dir mitgeben will. 20 Mäuse? Übertreib's nicht. Sagen wir, es ist ein Geschenk von deinem Dad, das überfällig ist. Es liegt oben auf meinem Bett. Geh und hol's her. Ich mach noch die Küche fertig. Wir machen's gemeinsam auf. Ich sollte dich dein Zimmer aufräumen lassen, bevor du gehst. Bitte nicht. Eines Tages werde ich runtergehen und einfach alles wegwerfen.
Ich weiß nicht viel über Kunst, aber ich weiß, dass das hier sehr gut ist. Oma hatte wirklich Talent. Ich weiß, es klingt verrückt, aber Mom ist überzeugt, dass mein Dad ein Alien war. Sie glaubt es wirklich. Könnte sie recht haben? Endlich!